بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, heute wollen wir uns mit einem besonderen, sehr, sehr wichtigen Ereignis beschäftigen, was wir eigentlich schon letzte Woche tun wollten, aber nicht mehr geschafft hatten, aus zeitlichen Gründen. Aber vielleicht eine kurze Wiederholung, inshallah ta'ala, eurerseits. Welche beiden Themen hatten wir in der letzten Woche angesprochen gehabt? Wir haben uns mit zwei wichtigen Ereignissen beschäftigt gehabt. Wer erinnert sich? Keiner. Doch. Ja, sehr gut. Die Schlacht von Dhat al-Salasil hatten wir besprochen gehabt, wo es ja weniger um die Schlacht selbst ging, als um die Lehren, welche wir aus einigen Situationen dieser Schlacht ziehen konnten. Wer war nochmal der Anführer dieser Schlacht gewesen? Amr ibn al-As, sehr, sehr gut. Und er war ja noch neu Muslim gewesen. Und deswegen kam es zu einigen Konfliktsituationen. Einmal mit einem sehr alten Muslim, der als Nachschub zu ihm gesandt wurde, nämlich mit Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Aminu hadhihi al-Umma, wo dann Abu Ubaidah den Kürzeren gezogen hat, in Anführungsstrichen, und sich zurückgezogen hat, kannst du mal das Handy leise stellen oder so? Jetzt ist es leise. Und sich zurückgezogen hat und Amr ibn al-As dann vorbeten lassen hat. Und dann dieses zweite Ereignis, wo Amr ibn al-As vorbetete mit Tayammum und die Sahabe sich beschwerten über ihn im Nachhinein beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und er das dann mit einem Vers aus dem Koran begründete, indem er sagte, oder indem Allah sagt, werft euch nicht selbst ins Verderben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin lächelte und das bestätigte, was Amr ibn al-As getan hat. Das ist das eine. Das andere Thema, was wir besprochen hatten, war welches gewesen? Auch wieder Schwester Katha. Oh, da ist Bruder, Alhamdulillah. Wenn mein Bruder sich meldet, dann müssen wir auch mal hier Brüder rannehmen. Bitte. Ja, richtig. Die Briefe an die Herrscher. Korrekt. Ja, und wir haben uns mit einzelnen Briefen auseinandergesetzt gehabt und geschaut, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam anhand eines Beispielbriefes diese Briefe formuliert hat, wie sehr er die Lage der jeweiligen Völker kannte, wie er darauf Rücksicht genommen hat, wie er unter anderem aber auch die Bräuche, gerade auch die diplomatischen Bräuche, die zur damaligen Zeit und die Gepflogenheiten, die zur damaligen Zeit verbreitet gewesen waren, respektiert hat und nicht gesagt hat, ich werfe einfach alles über Bord oder interessiert mich nicht. Und wie auch die jeweiligen Herrscher dann darauf reagiert haben. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass er ein Prophet an alle Menschen war. Und dass es sich bei der Botschaft des Islam um eine globale Botschaft vom ersten Moment an handelte. Anders beispielsweise als das Judentum oder auch das Christentum in seiner ersten Phase, wo Isa alaihi salam sich mehr auf die Kinder Israels gestützt hat oder konzentriert hat und erst später im weiteren Verlauf, nach dem Tod von Isa alaihi salam oder nachdem er emporgehoben wurde, dann aus dem Christentum auch eine Religion wurde, die sich unter Nichtjuden verbreitete. Aber für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam war noch zu Lebzeiten vom ersten Moment an bewusst gewesen, dass er ein Prophet an alle Menschen ist. Und deswegen sagte er auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er in sechserlei Hinsicht gegenüber den anderen Propheten ausgezeichnet wurde. Und einer der sechs Aspekte ist, die Propheten wurden zu ihren Völkern gesandt und ich wurde zu allen Menschen im Allgemeinen gesandt. Und das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam dadurch noch einmal bestätigt. Wann war nochmal die Schlacht von Dhat al-Salasil gewesen?
Welchem Jahr? Wo sind wir angelangt? Genau, Anfang des 8. Jahres ungefähr. Ich habe jetzt auch gerade den Monat nicht im Kopf. Ist auch nicht ganz so wichtig, aber Anfang des 8. Jahres fand diese Schlacht statt. Und jetzt, einige Monate später, kommt es seitens der Quraysh zu einem Vertragsbruch. Wir erinnern uns, dass es dieses Abkommen von Al-Hudaybiyah gegeben hat, wo unter anderem ein Vertragspunkt der gewesen ist, dass die Stämme, die sich den, dass die Quraysh das Recht haben, dass sich andere Stämme ihnen anschließen, also mit ihnen verbündet sind, und ebenfalls Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das Recht hat, dass sich andere Stämme mit ihm verbünden. Und es gab zwei Stämme, die sich jeweils mit einer der beiden Seiten verbündet hatten. Einmal die Banu Kinana, welche sich mit den, die Banu Bakr, welche sich mit den Quraysh verbündet hatten. Und die Banu Khuza'a, das ist ganz, ganz wichtig, welche sich mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verbündet hatten. Gut. Was ist jetzt geschehen? Und zwar, die Banu Khuza'a, sie haben die Banu Bakr mit der Hilfe der Quraysh, einer Gruppe von Kämpfern der Quraysh, angegriffen und 20 Männer von ihnen in einem Hinterhalt getötet. Ein klarer Vertragsbruch. Zumal die Quraysh sich bewusst beteiligt hatten. 20 Männer wurden von einem verbündeten Stamm der Muslime in einem Hinterhalt umgebracht. Was machen jetzt die Banu Bakr? Die Banu Bakr, sie begeben sich mit einer Delegation von 40 Männern unter der Führung von Amr ibn Salim al-Khuza'i nach Medina zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Medina angekommen, macht Amr etwas, was damals üblich gewesen war. Und er fängt an, ein Gedicht aufzusagen, mit dem er die Emotionen des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwecken möchte. Ich nenne nur zwei Verse von diesem Gedicht. Ya Rabbi, inni nashidun Muhammada, hilf abina wa abihi al-atlada, qad kuntum wuldan wa kunna walida, thummata aslamna falam nanzi' yada. O mein Herr, ich rufe Muhammad bei dem Vertrag unserer Väter und seiner alten Väter. Ihr wart die Kinder und wir sind für euch wie Eltern gewesen. Und dann sind wir Muslime geworden und haben unsere Hand nicht zurückgezogen, sondern euch weiterhin unterstützt. Und am Ende zeigt er auf, was die Quraysh getan haben, indem er nämlich sagt, وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَ, und sie haben deinen Vertrag, diesen festen Vertrag mit dir gebrochen. وَجَعَلُوا لِي فِي كَدَاءٍ رُصَّدَى, und sie haben bei uns in Kada, ist ein Ort in der Nähe von Mekka, was haben sie gemacht? Haben sie uns einen Hinterhalt gelockt. Und er hat dann alles erzählt, aber in Gedichtsform. Was war die Reaktion unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte zu dem Anführer der Banu Khuza'a, Nusirta ya Amr ibn Salim, du bekommst deine Unterstützung, o Amr ibn Salim. La nasarani Allahu illam ansur Bani Ka'b. Möge Allah mich nicht unterstützen und zum Sieg führen, wenn ich nicht die Banu Ka'b, damit meint er die Banu Khuza'a, unterstütze. Allahu Akbar. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich an den Vertrag gehalten, klar und deutlich. Und dann in diesem Moment, subhanallah, wie es Al-Bayhaqi überliefert, ist einer der Hadith-Gelehrten, kam plötzlich eine Wolke auf. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Inna hadhihi as-sahabata la tastahillu bi nasri bani Ka'b. Diese Wolke, sie bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Banu Ka'b, also die Banu Khuza'a, unterstützt werden und zum Sieg
geführt werden. Für unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam war jetzt klar gewesen, was zu tun ist. Es gibt eine Überlieferung, in der jetzt gesagt wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu den Quraysh einen Abgesandten gesandt hat, der sie vor die Wahl gestellt hat. Und zwar vor die Wahl, dass sie ihr Bündnis mit dem Banu Bakr brechen und somit zeigen, dass sie sich von ihnen ganz klar distanzieren. Oder dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie angreifen wird. Und sie haben darauf nicht gehört, sie haben das nicht ernst genommen. Was tut jetzt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er handelt jetzt in aller Stille und hält alles geheim, was er tut und was er vorhat zu tun. Selbst die nächsten Menschen, wie wir gleich sehen werden, insha'Allah ta'ala, wir kommen noch auf einen vorherigeren Aspekt zu sprechen, wissen nicht Bescheid, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machen möchte. Es gibt aber eine Person, die versucht, die Situation noch irgendwie zu retten. Eine Person, die ganz genau weiß, dass die Quraysh einen großen Fehler begangen haben und dass er etwas dagegen tun muss, weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka angreift, haben die Mekkaner keine Chance. Und diese Person ist niemand Geringeres als Abu Sufyan ibn Harb, der Anführer von Mekka. Er reist nach Medina, um mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam direkt zu sprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wendet sich aber von ihm ab. Dann versucht er es über Abu Bakr und Umar. Und sowohl Abu Bakr als auch Umar lehnen es ab. Und Umar natürlich in seiner Art und Weise sagt, soll ich etwa ein Wort einlegen für einen Feind von den Feinden Allahs? Niemals, egal was es ist, ich würde das niemals tun. Abu Sufyan, und das hat er sich erhofft, er hat zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine verwandtschaftliche Beziehung gehabt. Wisst ihr welche? Inwiefern war er mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam verwandt gewesen? Und sogar eine sehr, sehr nahe Beziehung. Weiß jemand, inwiefern er mit ihm verwandt war? Es war keine Blutsverwandtschaft. Natürlich, die Quraysh sind irgendwie immer über Ecken miteinander verwandt, aber es war jetzt nicht irgendwie, es ist eine andere Familie. Aber inwiefern war er mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam verwandt gewesen? Seine Tochter, Habibe, war die Frau des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das ist sein Schwiegervater. Abu Sufyan ist der Schwiegervater unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat sich natürlich erhofft, mein Schwiegervater und meine Tochter ist beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und jetzt versucht er es über seine Tochter, Habibe. Und er geht dann zu ihr rein und als er sich dann versucht, auf das Bett des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, also besser gesagt seine Matratze, er hatte kein richtiges Bett gehabt, die Matratze, auf der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geschlafen hat, sich hinzusetzen, es war einfach so eine Auslege, hat sie was gemacht? Hat sie sie zusammengeklappt, sodass er sich nicht raufsetzt, sondern ihr eigener Vater. Und dann sagte Abu Sufyan zu seiner Tochter, ja Bunayya, wo meine Tochter? Ma adri araghibti bi an hadha al-firash? Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Also ist das zu viel für dich, dass ich auf dieser Matte sitze? Am raghibti bihi anni? Oder was ist der Grund? Woraufhin sie dann sagte, bal hadha firash rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Nein, vielmehr ist dies die Schlafmatte unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wa anta mushrikun najis. Und du bist ein unreiner Muschlik, ein unreiner Götzendiener. Woraufhin Abu Sufyan sagte, Wallahi, laqad asabaki ba'di shar. Bei Allah, nach mir ist dir Schlimmes widerfahren, oh meine Tochter. Aus der Sicht von Abu Sufyan ist das verständlich. Was macht er seine Tochter? Ist das, was Habibi gemacht hat, richtig oder falsch? Warum hat sie so gehandelt? Sagt er nicht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, dass man seine Eltern, selbst wenn sie nicht Muslime sind, selbst wenn sie Götzendiener sind, selbst wenn sie Allah ta'ala jemandem etwas beigesellen, dass man zu ihnen gegenüber mit Güte handeln soll oder ihnen gegenüber gütig sein soll und sie Respekt behandeln soll?
Sagt nicht Allah Ta'ala, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِحْسَانًا. Und wir haben den Menschen ans Herz gelegt, dass er seine Eltern mit Güte behandelt. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Und wenn sie versuchen, dich zu etwas zu bringen, was du nicht kennst, etwas zu tun, wo du Schirk begehst, ein Ungehorsam gegenüber Allah begehst, so gehorche ihnen nicht, aber begleite sie in der Dunya im Guten. Ist das, was Habibe gemacht hat hier an dieser Stelle, nicht eigentlich falsch? Und widerspricht es nicht dem Koran? Nein, in diesem Fall nicht. Warum? Weil Abu Sufyan nicht irgendjemand gewesen ist. Abu Sufyan ist zu diesem Zeitpunkt Ra'sul Kufr gewesen. Ein Oberhaupt des Unglaubens. Jemand, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit allen Mitteln bekämpft hat. Jemand, der viele Muslime auf dem Gewissen hat, durch seine Handlungen. Und genau aus diesem Grund hat Habibe ganz klar gezeigt, du bist bei meinem Vater, du kommst bei mir rein, aber es gibt ganz klare Grenzen. Und das ist das richtige Verständnis von Wala und Bara. Wir haben schon einmal darüber gesprochen gehabt. Was bedeutet nochmal der Begriff Wala, was bedeutet nochmal der Begriff Bara? Ja, vielleicht auch die anderen, ich weiß, Harun weiß es. Das mit den anderen hatten wir schon oft gehabt. Wala und Bara. Ja, Bruder. Ja, richtig, sehr gut. Loyalität und Lossagung. Allah Ta'ala, er spricht immer wieder im Koran über diesen Aspekt der Loyalität. Und er zeigt uns auf, dass es sogar bei den Eltern, bei den eigenen Eltern, bei den eigenen Geschwistern, bei den eigenen Kindern Grenzen geben kann, wenn sie Allah und den Gesandten Allah subhanahu sallallahu alaihi wa sallam bekämpfen. Ein Beispiel. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Du wirst kein Volk vorfinden, welches an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und welche Liebe und Zuneigung zeigen gegenüber Menschen. Zuneigung, يوادون von Mawadda. Das ist diese klare Zuneigung. Es kann sein, dass ich vielleicht einen Menschen liebe, weil er mein Vater, meine Tochter ist oder mein Sohn ist, wie auch immer. Ja? Aber ich zeige in diesem Moment keine Zuneigung. Warum? Weil er nämlich einen gewaltigen Fehler begangen hat. يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Welche Zuneigung zeigen gegenüber denjenigen, welche Allah und seinen Gesandten bekämpfen? وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Selbst wenn es ihre Väter sein sollten oder ihre Söhne sein sollten oder ihre, was hatten, oder ihre Brüder sein sollten oder ihre Familie, ihr Stammesclan sein sollte. Hier gibt es eine klare Grenze. Und Allah Ta'ala, er macht das nochmal klar und deutlich in Surat Al-Mumtahana, wo er genau aufzeigt, worum es hier geht, damit wir verstehen, wo ist die Grenze. Und Allah Ta'ala, er sagt, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah hält euch nicht oder verbietet euch nicht, ja, mit jenen zu verkehren, welche nicht, euch nicht in eurem Glauben bekämpfen. ولم يخرجوكم من دياركم. Und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben. أن تبروهم. Auf dass ihr ihnen gegenüber Güte zeigt. وتقسطوا إليهم. Und gerecht seid. إن الله يحب المقسطين. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Und jetzt kommt innama. Innama ist adat hasr. Das heißt, etwas, was eine Sache einschränkt, auf eine Sache beschränkt. Innama yanhakumullah. Allah hält euch nur von jenen ab. Innama yanhakumullah anil ladina qatalukum fid din. Welche euch in der Religion bekämpft haben. Wa akhrajukum min diyarikum. Und euch aus euren Wohnstätten vertrieben haben. Wa zaharu ala ikhrajikum. Und dabei geholfen haben, dass ihr vertrieben werdet. Und dann heißt es, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und wer ihnen gegenüber Wala macht, also Loyalität zeigt, ihnen nahe ist, ja, trotzdem noch diese Zuneigung zeigt, so sind das die Ungerechten. Das heißt, Habib hat absolut richtig gehandelt. Er hat gezeigt, nein, es gibt Grenzen. Du kannst dich nicht auf die Matte setzen, ja, auf der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam schläft. Das geht nicht. Das gehört sich nicht, auch wenn du mein Vater bist. Du bist mich besuchen gekommen.
Aber am Ende bekämpfst du uns mit allen Mitteln. Du bekämpfst das, was mir am wichtigsten ist. Und dann kann es nicht sein, dass du auf der Matte sitzt, auf der der edelste Mensch auf der Welt überhaupt, den Allah hier erschaffen hat, sitzt, nämlich unser geliebter Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan kehrte daraufhin nach Mekka zurück. Er wusste, er kann nichts tun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir es gerade gesagt haben, er bereitete jetzt alles vor, aber ohne irgendjemanden etwas über seine Strategie zu erzählen. Ja, nicht einmal Abu Bakr, sein eigentlicher Berater, wusste Bescheid. Nicht einmal seine Ehefrau Aisha radiallahu anha wusste Bescheid. Und deswegen, Abu Bakr, er besuchte Aisha in diesen Tagen der Vorbereitung auf die Eroberung von Mekka. Und er fragte Aisha, also Aisha, weißt du eigentlich, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhat? Woraufhin Aisha sagte, er hat uns nichts gesagt. Ich weiß nicht Bescheid. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, meine lieben Geschwister im Islam. Wenn ich etwas Wichtiges vorhabe, dann sollte ich mir überlegen, ob ich wirklich jedem davon erzähle oder nicht. Es wird überliefert von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und das ist ganz auf ganz persönlicher Ebene, wie ist es erst bei Staatsangelegenheiten. Ista'inu ala qada'i hawa'ijikum bis-sirri wal-kitman. Versucht eure Dinge zu erledigen, ja, indem ihr sie geheim haltet und nicht überall herum erzählt. As-sirri wal-kitman. Aus welchem Grund? Erstens, wenn du eine Sache vorhast und sie dann vielleicht nicht erreichst und die Menschen davon Bescheid wissen, was machen die Menschen in der Regel? Sie machen sich lustig über dich, auch wenn sie dir das vielleicht nicht direkt sagen, aber hinter deinem Rücken fangen sie an zu lästern. Guck mal, der hat immer wieder vor, hier ein Geschäft zu eröffnen, da was zu machen, immer redet der nur, ja, der macht so und so nichts. Das ist eine. Das zweite ist, du schützt dich vor Neidern. Und es gibt viele Neider auf dieser Welt, sehr, sehr viele Neider, die hören, oh, der hat das vor, ja, und fangen an, dich zu beneiden. Drittens, du schützt dich, gerade wenn es um eine Geschäftsidee geht oder ähnliches, vor Nachahmern, die einfach das tun, was du vorhast. Und die dann hinter deinem Rücken vielleicht sogar versuchen, dir das Geschäft schwer zu machen, ja, und selbst dieses Geschäft aufbauen. Wie oft ist schon so etwas vorgekommen? Und wie ist es dann erst, wenn es um Staatsangelegenheiten geht? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns gelehrt, dass man manche Dinge geheim halten soll. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist, den wir ebenfalls daraus lernen, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich nicht weiter erzählen darf. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, wenn jemand mit einer anderen Person spricht, und sich dann beide abwenden, so ist das, was zwischen ihnen beiden ist, was? Eine? Amana. Etwas, was dir anvertraut wurde. Und deswegen, nicht sagen, ach, ich erzähle es ja nur meiner besten Freundin oder meinem besten Freund. Weil was passiert dann, wenn ich es meiner besten Freundin erzähle? Dann weiß es am nächsten Tag jeder. Ja? Weil sie wird es auch ihrer besten Freundin erzählen und ihre besten Freundin wird es auch wieder ihrer besten Freundin erzählen. Und deswegen, es gibt bestimmte Dinge, die ich geheim halten muss. Ja, gerade wenn es um wichtige Angelegenheiten geht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, was tat er jetzt ganz konkret? Wie war sein Plan gewesen? Und er hatte einen unglaublichen Plan gehabt. Und zwar schickte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zunächst erst einmal einen kleinen Trupp unter der Führung von einem Mann mit dem Namen Abu Qutada ibn Rabi zu einem Ort, der heißt Idm. Und das ist in eine andere Richtung, also nicht Richtung Mekka, sondern in eine andere Richtung. Warum macht er das, sallallahu alaihi wasallam? Er macht das, um den Quraysh den Anschein zu geben, er hat gar nicht vor, nach Mekka zu reisen und zu marschieren. Das ist das Erste. Dann macht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, etwas, was ein Muslim immer tun sollte und was eines der wichtigsten Mittel eines Muslims überhaupt ist. Ich habe auf der einen Seite die materiellen Mittel, die mir zur Verfügung stehen, und auf der anderen Seite habe ich die spirituellen Mittel, die mir zur Verfügung stehen. Und das Problem ist, dass viele Muslime auf die spirituellen Mittel gänzlich verzichten und sich nur auf die materiellen schützen. Oder umgekehrt, es gibt auch welche, die schützen sich nur auf die spirituellen Mittel und vernachlässigen die materiellen. Aber das, was wir tun sollten, ist was? Wir sollten sowohl die materiellen als auch die spirituellen Mittel nutzen. Das ist der richtige Weg. Und genau das tat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer. Und deswegen machte er ein Dua.
Und er sagte: Allahumma khudh ala asma'ihim wa abasarihim fala yarawnana illa baghta. O Allah, nimm sozusagen ihre Ohren und ihre Augen weg. Also mit anderen Worten, verschließe ihre Ohren und ihre Augen, damit sie uns weder hören noch sehen, außer plötzlich. وَلَا يَسْمَعُونَ بِنَا إِلَّا فَجْأَ. Damit sie uns nur plötzlich von uns hören. Warum wollte das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Das werden wir noch sehen, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka betritt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte die Hurma vom Haram, das heißt die Heiligkeit dieses Ortes, bewahren. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte vermeiden, dass Blut vergossen wird. Was im Übrigen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer versucht hat zu vermeiden. Immer dann, wenn es die Möglichkeit gab, Blutvergießen zu vermeiden, tat dies auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und er machte hierfür einen Dua. Also, wenn ich etwas vorhabe, meine lieben Geschwister, wenn ich etwas machen möchte, etwas erreichen möchte, dann muss ich immer mich auf zwei Dinge stützen. Einmal auf die materiellen Mittel und einmal auf die spirituellen Mittel. Wenn ich nur eine der beiden Mittel oder der Arten von Mitteln benutze, dann werde ich scheitern. Wenn ich nur Dua mache, um erfolgreich zu sein, aber vor zu Hause herumsitze, ich werde scheitern. Es wird nichts geschehen. Und deswegen Umar ibn Khattab, er kam in die Moschee und er sah einige Jugendliche nach dem Freitagsgebet sitzen und er fragte sie, was macht ihr hier? Und sie sagten, wir vertrauen auf Allah, wir machen Dua, vertrauen auf Allah. Und dann sagt er, steht auf, hält raus mit euch. Yalla, yalla, habt ihr jemals erlebt, ja, dass vom Himmel Gold und Regen herunterkommt? Funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite gibt es die materiellen Menschen, die denken, wozu Dua? Hauptsache, ich stütze mich auf das Materielle und vergessen, dass das Dua Silahul Mu'min ist. Die Waffe des Mu'min, welche er immer benötigt. Also lasst uns beide Arten von Mitteln nutzen und ihr werdet sehen, dass wir in unserem Leben, insha'Allah ta'ala, auch erfolgreich sein werden. Während unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt die Vorbereitung trifft, machen sich schon einige Leute in Mekka Gedanken darüber, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam könnte eventuell jetzt nach Mekka marschieren, weil die Vorbereitung begann. Die Leute wussten noch nicht ganz genau, was der Prophet vorhatte, aber alles deutete darauf hin, es kommt jetzt zu einem großen Ereignis. Und jetzt gab es einen Mann der ersten Stunde, ein Mekkaner von den Muhajirin, ein aufrichtiger Muslim. Jemand, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Hijra vollzogen hat. Jemand, der sogar an der Schlacht von Badr teilgenommen hat, der jetzt einen gewaltigen Fehler tun sollte, der ausrutschen sollte. Dieser Mann hieß Hatib ibn Abi Balta'. Weiß jemand von euch, was er tat? Er verfasste einen Brief und wollte diesen Brief mit einer Frau nach Mekka schicken, um die Mekkaner vorzuwarnen. Allahu Akbar, Hochverrat, was ist geschehen? Was ist mit Hatib los? Wie kann ein aufrichtiger Muslim so etwas tun? Subhanallah, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er bekam eine Offenbarung. Und er rief Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu wa arda, und einen anderen Sahabi mit ihm, damit sie dieser Frau hinterherreiten und sie aufhalten. Und sie hielten die Frau auf, und sie sagten zu ihr, gib uns das Schreiben, was du bei dir hast. Ich habe kein Schreiben. Dann sagten sie, du hast ein Schreiben. Und wenn du es uns nicht freiwillig gibst, dann werden wir es uns holen. Und wenn es sein muss, werden wir dich dabei vollständig ausziehen und durchsuchen. Und dann bekam sie Angst. Und sie wusste, die Sache ist ernst. Und was tat sie? Sie nahm das Schreiben heraus, übergab es den beiden und sie kehrten zurück. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er rief Hatib. Und er fragte dann Hatib, ja Hatib, ma hadha, was ist das? Was ist los mit dir? Woraufhin dann Hatib ibn Abi Balta'a folgende Worte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprach. Ya Rasulallah, la ta'jal alayya. O Gesandter Allahs, bitte urteile, ja, nicht zu voreilig.
Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraysh. Kuntu halifa. Walam akum min anfasiha. Ich war sozusagen jemand unter den Quraysh, der nicht direkt zu den Quraysh gehörte, sondern nur ein verbündeter Stamm war. Und ich gehörte nicht gerade zu den sozusagen edelsten Menschen bei den Quraysh. وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِهِمْ. Und unter den Muhajirin gab es Leute, die haben Familie, ja, welche sie beschützen werden. Wenn وَأَمْوَالِهِمْ, die sie beschützen werden, ihr Vermögen beschützen werden, wenn es zu sozusagen einem Kampf kommen sollte. Und was wollte er jetzt? فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي. Und das, was ich wollte damit, ist, dass ich niemanden habe, der meine Familie schützen könnte. Und dementsprechend wollte ich meine Familie schützen, indem ich ihnen einfach Bescheid gebe, dass es eventuell zu einem Angriff auf Mekka kommen könnte. وَلَمْ أَفْعَلْهُ إِرْتِدَادًا عَنْ دِينِي. Ich habe das nicht gemacht, weil ich von meinem Glauben abgefallen bin. وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. Und nicht, weil ich mit dem Kufr zufrieden bin nach dem Islam. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَكُمْ. Er hat die Wahrheit gesprochen. Umar konnte sich nicht halten. Er rief, ja Rasulallah, da'ani adrib unuqa hadha al-munafiq. O Gesandter Allahs, lass mich den Kopf, ja, dieses Heuchers abschlagen. Woraufhin der Prophet so unglaubliche Worte sagte. Innahu qad shahida badra. Er hat die Schlacht von Badr bezeugt. Wa ma yudrik. Und was lässt sich wissen? لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا. Vielleicht hat Allah auf diejenigen geschaut, welche Badr bezeugt haben. فَقَال. Und sagte daraufhin, اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Tut, was ihr wollt, ich habe euch vergeben. Allahu Akbar. Was für Worte unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Unser Prophet wusste, er hat die Wahrheit gesprochen. Das ist Hochverrat. Auf Hochverrat steht normalerweise der Tod. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wusste, er ist ein aufrichtiger Muslim und er hat in diesem Moment aus Schwäche gehandelt. Und deswegen hat er ihm verziehen. Was lernen wir daraus? Sehr, sehr viel. Wenn jemand, der schon lange in der islamischen Arbeit tätig ist beispielsweise, der viel geleistet hat für die Umme, für die Menschen, einen Fehler macht, dann sollten wir bereit sein, ihm auch zu verzeihen. Was passiert heutzutage? Es gibt viele, die suchen regelrecht nach Fehlern von Gelehrten. Die suchen regelrecht. Ja, die jagen sozusagen, die Fehlerjäger, ja, Jäger, ja, die jagen nach Fehlern. Guck mal in dem Video, ja, der hat das gesagt und nehmen sie einen Satz und reißen sie aus dem Kontext, nur um zu sagen, guck mal, der hat Kufr begangen. Es sollte genau umgekehrt sein. Ich sollte immer versuchen für meinen Bruder, gerade wenn es jemand ist, der schon große Verdienste hatte, sollte ich immer versuchen, eine Entschuldigung zu finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil jeder von uns kann mal ausrutschen. Das kann jedem von uns passieren. Wir sind alle Menschen. Das ist natürlich ein gewaltiger Fehler gewesen. Aber jeder von uns kann ausrutschen. Und in diesem Fall ist es wichtig, dass wir als Gemeinschaft verzeihen können. Und dass wir nicht das machen, was leider viele Jugendliche heutzutage tun, immer nur die Fehler herauszupicken und all die Verdienste beiseite zu legen. Ja, das ist ein Heuchler, ja, das ist weiß ich was. Obwohl er weiß ich, wie viele Bücher über den Islam geschrieben hat, hunderte Menschen zum Islam übergetreten sind durch diese Person. Er, der Umme gedient hat, sein Leben geopfert hat und dann hat er einen Fehler gemacht. Und dann bist du fehlerfrei? Bist du fehlerfrei? Das lehrte uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Eine ganz wichtige Angelegenheit. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat daraufhin einen Vers herabgesandt, den ersten Vers in Surat Al-Mumtahana, in dem Allah ta'ala nochmal genau auf diese Sache von Wala und Bara eingeht, die wir gerade besprochen haben. Ja, ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq. Bis zum Ende des Verses. O die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu awliya, zu Freunden, zu Verbündeten, indem ihr ihnen gegenüber hier mawadde zeigt, mawadde, Zuneigung zeigt. Ja, obwohl sie Kufr begangen haben gegenüber dem, was an der Wahrheit herabgekommen ist. Yukhrijuna Rasul. Sie haben den Gesandten vertrieben. Wa iyyakum, haben euch vertrieben. An tu'minu billahi rabbakum. Nur weil ihr an Allah, euren Herrn, geglaubt habt. Ja, bis zum Ende des Verses. Das ist damit gemeint mit Wala und Bara, was wir auch hier sehen.
Am 10. Ramadan ist es jetzt soweit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat alles vorbereitet. Wie viele Männer nehmen jetzt teil an dieser militärischen Unternehmung? Eine unglaubliche Zahl. 10.000. So viele wie noch nie. 10.000. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat 10.000 Männer, welche jetzt bereit sind, um nach Mekka zu marschieren. Und sie machen sich auf den Weg. Wir sind im Ramadan, die Muslime fasten. Sie kommen an einen Ort an, in der Nähe von Mekka, der heißt Al-Kadid. Und es ist der 10. von Ramadan. Nicht der 10. von Ramadan. Ja, sie sind losmarschiert am 10. von Ramadan. Jetzt einige Tage später kommen sie jetzt an bei Al-Kadid. Und jetzt verlangt der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Muslimen, dass sie ihr Fasten brechen sollen. Einige fasteten jedoch weiter. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Becher nahm, sich auf eine Anhöhe stellte und zu den Sahabe verlangte, dass sie auf ihn schauen sollen. Und er trank vor ihnen, um ihnen noch einmal zu sagen, dass er selbst als Prophet, als Gesandter Allahs, sein Fasten gebrochen hat. Und dann kamen einige zu ihm und sagten, o Gesandter Allahs, es gibt immer noch welche, die fasten. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin? Er sagte, ulaikal usa, ulaikal usa. Das sind die usa, das heißt die Ungehorsamen. Subhanallah, es geht hier um was? Eine Ibadah. Sie wollen fasten im Ramadan, das ist eine Pflicht. Und Allah Ta'ala, er zwingt uns ja nicht, unser Fasten zu brechen. Aber in diesem Fall war es eine Pflicht gewesen, das Fasten zu brechen. Warum war es eine Pflicht gewesen, das Fasten zu brechen? Weil die Muslime jetzt bereit sein mussten, es könnte jederzeit zu einem Kampf kommen. Und die Bewahrung der Gemeinschaft ist in diesem Fall wichtiger, als dass ich mein individuelles Fasten vollziehe, was ich jederzeit nachholen kann. Und das zeigt uns noch einmal, meine lieben Geschwister im Islam, diese Fiqhul Awlawiyat, das Verständnis, Prioritäten zu setzen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns das aufgezeigt. Dieses Fiqh, dieses Verständnis, das fehlt leider vielen Muslimen heutzutage. Und wir hatten das letzte Woche schon erwähnt gehabt. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass wir auseinanderbeten, wo einige sagen, nein, machen wir nicht, es gegen die Sunna, weiß ich nicht was. Die haben nichts kapiert, gar nichts kapiert. Die gesamte Welt macht das so und sie denken, sie sind die Einzigen, die verstehen, wie man den Islam richtig praktiziert. Und haben nicht verstanden, ja, dass die Bewahrung der Gesundheit Pflicht ist, während das Schließen der Lücken im Gebet eine Sunna ist. Was ist wichtiger, eine Sunna oder eine Pflicht? Ganz eindeutig eine Pflicht. Aber das verstehen leider viele nicht. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das hier aufgezeigt. Diejenigen, die trotzdem gefastet haben, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar als Gesandter Allahs gesagt hat, sie sollen ihr Fasten brechen, das sind die wahren Ungehorsamen, die die Religion Allah subhanahu wa ta'ala nicht verstanden haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er befindet sich jetzt bei Al-Kadid und man muss sich vorstellen, 10.000, eine unglaubliche Zahl für die damalige Zeit. Und wer kommt jetzt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam entgegen? Sein Onkel Al-Abbas mit seiner ganzen Familie, der schon zu diesem Zeitpunkt Muslim gewesen ist und der somit seine Aufgabe in Mekka erledigt hat, weil er ist derjenige gewesen, der immer wieder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Nachrichten überbracht hat. Während sich die Muslime in Al-Kadid aufhalten, kommen jetzt drei Leute zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die den Islam annehmen werden. Drei wichtige Leute. Die ersten beiden, die ankommen, sind Abu Sufyan ibn al-Harith, nicht Abu Sufyan ibn Harb, sondern Abu Sufyan ibn al-Harith und Abdullah ibn Umayya, welche immer wieder auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpft haben, unter anderem auch mit ihren Gedichten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er akzeptierte ihren Islam und er sagte dann am Ende, nachdem er dann ein langes Gedicht aufgesagt hatte, Anta tarrattani kulli mutarrat. Du hast mich überall immer verfolgt. Aber jetzt haben wir den Islam angenommen, subhanallah. Und der Islam erlöscht das, was vorher ist. Und wer kommt jetzt ebenfalls zum Propheten sallallahu alaihi wasallam? Der andere Abu Sufyan, nämlich Abu Sufyan ibn Harb. Er kommt und möchte zuerst einmal den Islam gar nicht annehmen. Er hat immer noch Zweifel. Woraufhin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ihn ein bisschen Druck macht und sagt, guck mal, pass auf, ja,
Wenn du es nicht aufhörst, dann wird es so sein, dass dir dann irgendwann einmal der Kopf abgeschlagen wird. Warum? Weil du hier die ganze Zeit die Muslime bekämpft hast. Woraufhin er dann den Islam angenommen hat. Al-Abbas sagte daraufhin zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und Gesandte Allahs, Inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Abu Sufyan ist jemand, der liebt es, gelobt zu werden. Der liebt die Prahlerei. Er ist jemand, sozusagen, der kommt aus einem reichen Haushalt. Ja. Er mag es, wenn er gelobt wird. Faj'al lahu shay'an. Gib ihm etwas, gib ihm irgendetwas. Und das machte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Wir hatten das letzte Mal über die Al-Mu'allafati Qulubuhum gesprochen, oder? Könnt ihr euch erinnern? Wer war nochmal die Al-Mu'allafati Qulubuhum? Wer war das nochmal gewesen? Kommen die Schwestern, die Al-Mu'allafati Qulubuhum, eine der 8 Bereiche, für die die Zakat gezahlt werden darf. Welche Leute waren das nochmal gewesen? Die Al-Mu'allafati Qulubuhum. Ja. Deren Herzen gewonnen werden soll. Und genau das wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit bezwecken. Und er sagte daraufhin, Naam, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Wer das Haus von Abu Sufyan betrifft, der ist sicher. Also wenn jetzt die Muslime in Mekka einmarschieren, ja, und jemand befindet sich im Haus von Abu Sufyan, dann ist er sicher, keiner darf ihn antasten. Wa man aghlaqa alayhi babahu fahuwa amin. Und wer zu Hause bleibt und sich einschließt, der ist sicher. وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ. Und wer die Moschee betritt, also al-Masjid al-Haram, die Kaaba, ja, der ist ebenfalls sicher. Und genau das tat dann Abu Sufyan, als er in Mekka ankam. Er sagte diese Worte, Leute, Leute, habt keine Angst. Ja, habt keine Angst. Wer in mein Haus geht, der ist sicher. Und dann kam die Frau von Abu Sufyan, Hind bint Utbah, und sie sagt, tötet diesen Mann, ihren eigenen Ehemann. Tötet diesen Mann. Die ist eine ganz schlimme Frau gewesen. Und subhanallah, sie sollte später Muslimin werden, unglaublich. Ja. Tötet diesen Mann. Ja, der weiß nicht, was er sagt. Und er sagte zu ihm, bist du bekloppt? So, auf gut Deutsch, bist du bekloppt? Wie viele Leute sollen dann bitte schon in dein Haus passen? Die ganzen Quraysh oder wie? Und dann meinte er, ja, und wer in seinem Haus bleibt und das versteht, ist ebenfalls sicher. Und wer in die Moschee geht, ist ebenfalls sicher. Also er wiederholte die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abu Sufyan ibn Harb ist jetzt ebenfalls Muslim geworden. Und er war beeindruckt gewesen. Beeindruckt gewesen von der Anzahl, weil das war mitten in der Nacht gewesen, überall Lagerfeuer, und konnte sich das gar nicht vorstellen. Und er dachte erstmal gar nicht, dass es die Muslime sind, bis ihm klar wurde, subhanallah, das ist wirklich Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Armee. Und jetzt am 20. Ramadan sollte es soweit sein. Die Muslime, sie marschieren jetzt in Mekka ein. Wie geschah das ganz konkret? Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Armee in 4 Gruppen aufgeteilt. Und jede Gruppe sollte von einer Himmelsrichtung Mekka betreten, sodass die Mekkaner sich erst gar nicht wehren können. Dass sie nicht eine einheitliche Front haben, gegen die sie kämpfen können, sondern sich verteilen müssen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat großen Wert darauf gelegt, dass keinerlei Blut vergossen wird. Und es sollte auch so sein, dass so gut wie kein Blut vergossen werden sollte, außer bei der Gruppe, für die Khalid ibn Walid zuständig gewesen ist, wo es zu einigen Scharmützeln gekommen ist, zu einigen Kämpfen, wo ca. 20 der Muschrikin getötet wurden. Das sind die einzigen, die bei der Eroberung von Mekka getötet wurden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er marschierte jetzt in Mekka ein. Aber wie marschierte er ein? Marschierte er ein als ein großer Eroberer, der jetzt gekommen ist, um sich zu rächen? Oder marschierte er eher ein als ein bescheidener Prophet, der Allah Ta'ala dafür dankte, dass er ihm dieses Geschenk gemacht hat? Es ist die zweite Variante gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war nie ein Eroberer gewesen, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war ein Eroberer der Herzen gewesen. Ganz wichtig, merkt euch das. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist nicht ein Eroberer von Städten und Ländern gewesen, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist ein Eroberer der Herzen gewesen. Und das sehen wir insbesondere bei der Eroberung von Mekka. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er marschiert jetzt hinein. Abu Sufyan hat schon ausgerufen, Leute, versteckt euch, ihr braucht keine Angst zu haben, es wird euch nichts geschehen, wenn ihr zu Hause bleibt. Und wer mein Haus betritt, der ist ebenfalls sicher. Macht euch keine Sorge. Geht in die Moschee, seid sicher. Und jetzt reitet unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka ein, ohne Ihram. Also er befindet sich nicht im Ihram-Zustand. Er trug
einen schwarzen Turban. Und sein Haupt war gesenkt, und zwar so sehr gesenkt, dass sein Bart fast auf dem Sattel seines Pferdes gewesen ist. So bescheiden betrat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka. Und was machte er jetzt? Er umritt die Kaaba, nahm seinen Bogen und rezitierte jetzt folgende Worte aus Surat al-Isra. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sprich, die Wahrheit ist gekommen und die Unwahrheit, die Nichtigkeit ist vergangen. Wahrlich, die Nichtigkeit, die Unwahrheit, ja, sie wird immer vergehen. Zahuqa. Und er nahm die Spitze seines Bogens und piekste jeweils die 360 Götzen, welche um die Kaaba herumstanden. Und jedes Mal rezitierte er wieder diesen Vers. Bevor er bei der Kaaba ankam, rezitierte er eine andere Sura. Und zwar welche Sura? Surat al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Die Sura, die Allah Ta'ala offenbart hat, nach dem Abkommen von Al-Hudaybiyyah. Er rezitierte diese Sura. Er war voller Khushu', voller Demut gewesen, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann beim Umschreiten der Kaaba rezitierte er diese Verse. Und er piekste jeweils die Götzen, welche um die Kaaba herumstanden, und sie fielen um. Eine Götze nach der anderen. Daraufhin befahl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass die Ikonen und Bilder, welche sich in der Kaaba befanden, herausgenommen werden sollten. Er wollte die Kaaba nicht betreten, bevor nicht alle Bilder die Kaaba verlassen haben. Und dann sah er unter anderem ein Bild von Ibrahim alaihi salam und Ismail, welche angeblich Lospfeile zogen. Und er sagte, bei Allah, sie haben so etwas nie getan. Daraufhin betrat er die Kaaba mit Bilal radiallahu anhu und mit Ali ibn Abi Talib und mit Uthman ibn Talha. Wir kommen auf diese drei noch gleich zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Ich habe noch eine Sache vergessen, entschuldigt. Und zwar, wer ritt mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf seinem Reittier, als er Mekka betrat? Weiß jemand, wer hinter ihm ritt? Wer ritt hinter ihm? Das ist eine wichtige Angelegenheit, mit der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine klare Nachricht an die Mekkaner aussenden wollte. Usama ibn Zayd. Was ist daran so besonders? Usama ibn Zayd ist der Sohn eines ehemaligen Sklaven. Das darf man nicht vergessen. Das ist richtig. Ja? Usama ibn Zayd, er ist der Sohn seines Adoptivsohns, sallallahu alaihi wa sallam. Aber sein Adoptivsohn ist ein ehemaliger Sklave. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er betritt nicht Mekka mit jemandem, der zu den Quraysh gehört, einem ursprünglich freien Menschen, sondern mit jemandem, der Sohn eines ehemaligen Sklaven gewesen ist. Um was zu zeigen? Die Zeiten haben sich geändert, die Menschen sind gleich vor Allah. Wer betritt die Kaaba? Bilal radiallahu anhu, ein ehemaliger Sklave, der gefoltert wurde vor der Kaaba in Mekka, der nichts wert gewesen ist, der nur ein Ding war, eine Ware aus Sicht der Mekkaner. Und er ist derjenige, der jetzt die Kaaba betreten darf, als allererstes mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zusammen. Wer ist mit ihnen? Ali ibn Abi Talib und Uthman ibn Talha. Wer ist Uthman ibn Talha? Wer ist dieser Mann? Der Banner. Wie bitte? Der Träger des Banners. Des Banners? Was für Banner? Nicht des Banners, sondern? Er war verantwortlich für die Kaaba, er hatte den Schlüssel der Kaaba. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte zu Uthman ibn Talha gesagt, als er die Hijra machte, gib mir den Schlüssel. Er meinte, nein. Er meinte, es wird der Tag kommen, wo ich dir den Schlüssel geben werde. Wo ich dem Schlüssel geben kann, wem ich möchte und ihn dir geben werde. Und subhanallah, genau das sollte geschehen. Wir sind jetzt in der Kaaba. Ali ibn Abi Talib sagt, o Gesandter Allahs, gib uns doch als Banu Hashim auch den Schlüssel der Kaaba. Wir sind verantwortlich für die Siqaya. Siqaya ist was? Das Tränken der Pilger. Lass uns doch auch noch verantwortlich sein für den Schlüssel der Kaaba. As-Sadana, Sadamatul Bayt.
Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala in der Kaaba, das ist der einzige Vers, der in der Kaaba herabgesandt wurde, einen Vers herabgesandt hat. Wisst ihr, welcher Vers das ist? Welchen Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala in der Kaaba herabgesandt? Ja, eine Quizfrage. Ja? Surat An-Nisa. Vers Nummer 58. Sagt Allah nicht mehr. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen. Und wenn ihr zwischen den Menschen richtet, in Gerechtigkeit zu richten. Allahu Akbar. Daraufhin rief der Prophet Hassan Talha und sagte, komm her Talha, hier ist der Schlüssel. Khuduha khalidatan talidatan la yanzi'uha minkum illa zalim. Allah, nehmt den Schlüssel und er gehört euch ewig. Für immer. Und nur ein Tyrann und ein Ungerechter wird diesen Schlüssel von euch nehmen. Allahu Akbar. Was für eine Religion, was für ein Prophet. Das ist der Islam. Amana. Selbst in so einer Situation, wo du Herrscher, du kommst als siegreicher Eroberer in eine Stadt und gibst den Leuten alles zurück, was ihnen gehört. Und direkt danach wendet sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an die Mekkaner und er ruft sie zusammen. Vorher noch, vielleicht interessant, Bilal, ich glaube, das war Bilal gewesen, er wurde gefragt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eigentlich in der Kaaba gemacht hat. Und zwar sagte er, er hat gebetet. Er hat 8 Raka'a gebetet. 8 Raka'a hat er gebetet in der Kaaba, aus Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und daraufhin versammelte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Quraysh. Und jetzt kommt es zu dieser sehr, sehr bekannten Ansprache, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann die Quraysh fragte, ماذا تظنون أني فاعل بكم? Was glaubt ihr, werde ich mit euch machen? Woraufhin die Quraysh sagten, أخن كريم, ابن أخن كريم, du bist ein edler Bruder, du bist der Sohn eines edlen Bruders. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam daraufhin zu den Quraysh sagte, اذهبوا فأنتم الطلقاء. Geht, weil ihr seid alle frei. Er hat die einverziehen. Allahu Akbar. Er hat sich nicht gerecht. Er hat sich gesagt, warum habt ihr das mit mir getan? Er hat nicht einmal etwas gesagt. Er hat gesagt, wie konntet ihr euch das erlauben? Und guckt mal, jetzt bin ich hier. Ich könnte euch, wenn ich wollte, alle hinrichten lassen. Er hat gar nichts gesagt. Nicht einmal mit Worten hat er sie gekriegt. Er hat nur gefragt, was glaubt ihr, mache ich mit euch? Sonst nichts. Es gab nur eine Ausnahme. Und zwar gab es eine Handvoll oder 2 Hände voll von Männern und Frauen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für vogelfrei erklärt hat. Und gesagt hat, selbst wenn sie sich an der Kaaba festhalten sollten und festklammern sollten, dann tötet sie. Warum tat das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Aus welchem Grund hat er so etwas getan, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt doch nicht so barmherzig? Widerspricht das nicht unserem Bild eines barmherzigen, gütigen Propheten, der allen Menschen verzeiht? Nein, ganz im Gegenteil. Das zeigt uns, dass auch Barmherzigkeit ihre Grenzen haben muss. Und dass auch gewisse Grenzen gesetzt werden müssen und bei bestimmten Menschen auch ein Exempel statuiert werden muss. Es gibt bestimmte Menschen, die müssen bestraft werden für das, was sie getan haben. Und all diejenigen, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ausgenommen hatte von dieser allgemeinen Amnestie, dieser allgemeinen Vergebung, ja, sind Leute gewesen, welche zuvor den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und die Muslime sehr, sehr stark bekämpft haben und auch viel Unrecht getan haben, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies dann auch gesagt hat. Interessant ist aber, dass einige derjenigen, welche für vogelfrei erklärt wurden, dann trotzdem Muslime geworden sind. Und eine, die Muslime geworden ist, ist wer? Die noch kurz davor ihren Ehemann fertig gemacht hat, weil er diese Worte gesagt hat. Nämlich wer? Wir hatten es gerade gesagt gehabt. Hind bint Utba. Und zwar kam Hind bint Utba mit einem Niqab an und stellte sich vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam.
Und sie, wie gesagt, hat sich dann vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gestellt. Ich suche gerade die Stelle hier. Ich habe mir das leider vergessen, hier rauszuschreiben. Ganz kein Moment, inshallah, oder? Aber es ist ein sehr, sehr schöner Dialog zwischen unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und zwischen Hind bint Utbe. Wenn ich das jetzt nicht finden sollte, dann werden wir das noch in nächster Woche nachholen, inshallah, weil wir ohnehin jetzt schon so gut wie am Ende sind und werden auf diesen Aspekt dann noch einmal eingehen, weil ich finde den sehr, sehr wichtig, inshallah ta'ala. Ja, ich finde es gerade jetzt nicht wenn ich hier mit vor euch sitze, dann bin ich immer durcheinander. Deswegen, inshallah ta'ala, werde ich diesen Dialog noch einmal, inshallah ta'ala, zwischen Hind bint Utba und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf nächste Woche verschieben. Ich werde auch nochmal die Namen erwähnen, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für vogelfrei erklärt hat und welche von denjenigen dann auch den Islam angenommen haben, bi'iznillahi azza wa jal. Das ist die Eroberung von Mekka gewesen. Wir werden uns dann inshallah ta'ala in kommender Woche noch mit diesen letzten Aspekten beschäftigen und dann auf das nächste Thema eingehen in der Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr.